Wenn du so zum Beispiel, wenn du jetzt ein Brett hast, was so groß ist wie eine Bildzeitung, wenn du die ausklappst, ist hier Schildkröte, ne? Pass mal auf, wenn du so, wenn jetzt einer kommt, der hat so ein Brett, Resopal ohne Umleimer jetzt, ne? Und dann kommt er mit so einem Brett, kommt er an. Und jetzt sagt er, er soll das durchsägen, weil er sagt sich, Nachttisch will ich davon bauen. Dann mache ich unten, mache ich ganz einfach ein Winkeleisen ran, dann bohre ich das Winkeleisen, bohre ich in eine Wand rein, dann habe ich zwei schöne Nachttische für mein Bett. Brauche ich nicht kaufen gehen, mache ich selber aus dem Brett, was ich über habe. Als ich damals von dem Bett, was ich gebaut habe, oben, habe ich noch ein Stück von dem Brett über, habe ich gesagt, ich gehe das Brett nicht weg, ich lasse das Brett zu Hause, ich sehe das Brett durch und dann mache ich nur ein Winkeleisen oder auch zwei Winkeleisen runter und dann baue ich mir das. So, und dann geht er zu Schildkröte hin, weil Schildkröte, früher hat er aus diesem Holz mit den Laubsägen Nee, das daneben. Das hier? Ja. Das Milchreis. Das Milchreis. Das ist kein Salat. Und Milchreis. Neben Kartoffelsalat. Wieso denn nicht? Sag, und was, wenn du das mal verwechselst denn? Das verwechsel ich nicht. Guck mal, das ist, er hat Milchreis direkt neben den Kartoffelsalat und das ist das gleiche in Weiß. Auch in Weiß ist das. Ja, ja. Ne? Ja. Und wenn er das... Das ist genau das gleiche in Weiß. Ja, aber kann doch mal sein, dass du mal das verwechselst, wenn er jetzt hier einer kommt und er sagt, er möchte Milchreis und du gießt ihn an der Kartoffelsalat. Kann sein, meinst du? Ja. Mir würde das aber passieren, wenn ich nicht genau hingucke. Ja, weißt du, deswegen stehe ich auch hier. Ja. Und nicht du. Durchmesser ist, wenn du die Wurst durchschneidest. Genau. Volumendurchmesser. Und die ganze Wurst hatten sie. Durchmesser. Durchmesser? Ja. Nicht Volumendurchmesser. Ja. Und die zwei haben die hochgetragen, die Wurst. Ne? So, und ich dachte, nun, ne? Zwei Leute für so eine Wurst. Nee, ich begrüße. Die war so von Volumendurchmesser bis da. Und dann war sie in der Länge bis da. Ungefähr. Bis da war die Wurst. Bisschen länger noch. Ja, ne? Bis da hinten in die Ecke. Genau, bis da. Von da bis da. Ne? So, und dann haben sie die Wurst hochgetragen. Zwei Männer. Ne? Ja, und dann? Bei Westphal jetzt. Ja, ne? Bei Westphal. Und was ist dann mit der Wurst passiert? Sind die da reingegangen genau. Und haben Südtür zugemacht. Genau. Und dann war alles, ne? Ja, aber weißt du was? Ne. Das war gar keine Wurst, war das. Das war ein Teppich. Genau. Das war ein Teppich, du. Mit einer Schinkenwurst. Nein, ich meine, ob mit einer Gabel oder mit einem Löffel, meine ich. Mit einer Gabel? Mit einer Gabel, ne? Das meine ich aber auch. Ja. Und wenn du jetzt aber dazu Brei isst, zum Beispiel, ne? Das habe ich zum Beispiel immer nicht verstanden. Brei? Wenn du jetzt Kartoffelbrei, ne klar. Ich hatte immer hier, mein Schwager war mal in Bayern und dann hat er Kartoffelbrei gegessen mit Sauerkraut. Mhm. Da war auch eine Wurst bei. Und dann muss man den Brei doch eigentlich mit einem Löffel essen, ne? Ich hatte doch mal diesen Teller mit Rot. Kartoffelbrei kannst du auch mit einer Gabel essen. Wieso denn nicht? Wieso soll das nicht gehen? Das fühlt sich irgendwie gemütlicher an. Gemütlicher? Auch wenn das auf dem Löffel drauf ist? Mhm, genau. Fühlt er sich, der Brei jetzt? Gemütlicher an. Ne? Ja. Viel gemütlicher. Für den Brei. Auch. Und für wen noch? Für mich.